Wow, die Karre ging ja ab. Schon wieder, ne? Ich hab dahin, ich will dahin gucken und ist gut. Ich lerne das noch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Es freut mich sehr. Und jawohl. Ich finde das cool, dass ihr das auch so guckt und so. Es motiviert mich immer mehr weiterzumachen. Ja. Und ey. Moment, ich muss hier wieder Musikeinstellung vornehmen. Sonst höre nur ich was und ihr nicht. Also ist glaube ich okay. Ja, müsste okay sein. Boom. So, wir gehen immer gleich auf Spielen. Ja. Für mich als kleiner Neulingsstreamer, der quasi vor 3 Wochen angefangen hat und gesagt, oder was heißt gestreamt? Stream tue ich ja schon länger, aber mit YouTube habe ich halt so richtig gestartet vor 3 Wochen. Und das habe ich nur euch zu verdanken. Danke. Ihr habt mich da einfach motiviert, weil ihr Car Mechanic Simulator ist ein geiles Spiel, keine Frage. Hat auch seine Macken, auch keine Frage. Und, aber yo, ihr habt da Bock drauf. Und deswegen hab ich da Bock drauf. Das ist geil. Vielen Dank, Mann. An alle, die das sehen. Wir haben jetzt tatsächlich das 22. Folge ist das hier jetzt. Und ja, wir können ja Minimum haben wir noch bis Kampagnenauftrag 34, auf jeden Fall. 35 haben wir bis auch noch haben. Ich weiß nicht, wie viele Kampagnenaufträge es gibt, aber wir machen auf jeden Fall bis zum Schluss, versprochen. Ne? Ich habe andere Projekte auch am Laufen, das habt ihr sicherlich schon gesehen. Aber nichtsdestotrotz, dieses geile Spiel wird bis zum Ende gebracht, versprochen. Damit soll es losgehen. Yo! Johnny, warte mal, Johnny war der Autoverkäufer, 100%. Hallo, ich bin's Johnny, einer meiner Mitarbeiter kommt mit einem anderen Auto vorbei. Ich hoffe, du hast etwas Zeit für ihn. Lass dich nicht vom Aussehen täuschen. Es gibt gute Gründe dafür, dass es auf einem Anhänger steht. Das ist mal gar kein Problem, wir sind hier in der Autowerkstatt. Egal, wie sie zu uns kommen, sie fahren bestimmt alleine wieder weg, versprochen. Name ist Programm. Werkstatt eben. So, der Motor ist komplett zerstört. Ich habe es für einen lächerlichen Preis von einer Versicherung gekauft. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber der Motor ist ramponiert. Kannst du ihn bitte wieder in einen perfekten Zustand bringen? Ich denke, dass mit dieser Originallaufleistung ein echter Leckerbissen ist. Danke, wir bleiben in Kontakt. Ja, Johnny. Johnny, unser Autoverkäufer. Johnny Johnson hat er sich damals vorgestellt. Ihr erinnert euch. Das war sogar eine der ersten Folgen, ne? Total geil. Und ja, ey. Ich hab Bock. Habt ihr auch Bock? Haha. So. Das ist erstmal ein Audi. Ja, also die Parallelen, die sind absolut genial, ne? Das ist keine Frage. Die Autowäsche ist tatsächlich jetzt hier schon Must-Have, ne? Machen wir erstmal Interieur. Ja, geil, geil, nice, ne? Exterieur. Oh. Und da kommt dann richtig Schätzchen dabei. Wow. Krass, ne? 8-Zylinder. So ramponiert sieht er gar nicht aus. Ja, die letzten beiden Folgen haben wir tatsächlich ein und den gleichen Motor. Tatsächlich ein und den gleichen Motor zweimal vollständig zerlegen müssen, vollständig wieder zusammensetzen. Ja, es waren zwar unterschiedliche Autos, aber es war ein und der gleiche Motor. Bei dem einen war die Kurbelwelle, bei dem anderen die Kolbenringe. Ich war, ne, also ich war, lass kurz überlegen. Auftrag 20 Kolbenringe, also so tief musste man runter. Auftrag 21 war dann die Kurbelwelle. Ne, da war jetzt nicht so viel Abwechslung dabei. Schöner Kofferraum, Mensch, du. Das ist, wäre jetzt quasi ein A8, wenn man so will, ne? Auch so von der Optik so ein bisschen. Sieht hier so ein bisschen aus wie ein A8. Ja, so. Er sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich ehrlich sagen.
Teile nicht gefunden. Oh, 5 Seiten Teile nicht gefunden. Gut. Wir werden sehen. 92% Ersatzteil. So, wir machen hier unseren Check-up. Den standardmäßigen Check-up, den wir so haben. Wird wieder Motor Full Restauration werden. Ja, ey, guck mal, hier ist nix. Ne? Hier ist einfach nix. Ja, ich gucke hier mal so ein bisschen auf die Bremsbeläge und dies und das und jenes. Aber das Fahrwerk ist echt wie gelutscht, ne? Also hier ist tatsächlich only der Motor. Der Luftfilter ist auch in Ordnung, gar keine Frage. Ist er hier schon leer? Er ist schon leer, ne? Ja, gut. Das ist ja einfach, ne? Fangen wir an, würde ich sagen. Wir fangen erstmal definitiv mit dem Multimeter an. Multimeter ist immer eine gute Idee, weil wir damit automatisch den Sicherungskasten haben. Falls da noch Überraschungen lauern oder so, ne? Am Ende bin ich durch und eine Sicherung kaputt. Das ist natürlich immer blöd. So. Aber das sieht alles top aus. Ja, Lichtmaschine. Ja, beim letzten Mal hatten wir auch, wir hatten einmal den Bug, dass, war mir so klar. Hiermit checken wir die Zündung nochmal komplett ab. Zündung ist auch immer eine geile Nummer. Wenn man da schon mal ein bisschen Bescheid weiß, dann weiß man, wo die Reise hingeht. Ich gehe definitiv wieder davon aus, dass irgendwie die Kurbelwelle oder die Kolben oder die Kolbenringe ran müssen und damit haben wir, ja, müssen wir quasi voll zerlegen, das Ding. So, gut. Behälter raus hier. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Guck mal, das ist hier alles neu, alles geil. So. X'en wir mal wieder ein bisschen gleich mit. Ne? Jetzt er hier? Nein. Ach, er war ja der andere. Warte mal, hier, das ist diese Rolle. So, und du bist ja hier der andere, ne? Zack. 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 So, EX wieder gleich mit. Ja, der Turbolader, der muss natürlich weg, ne? Das ist klar. Turbolader oder Kompressor, was ist es? Hier noch dran. Ne, nee, das kann man nicht abschrauben. Ach so, alles klar, hier Zündung. Das ist jetzt aber. Ja, die Schrauben gar nicht rostig, also Zustand 92%. Also, das ist schon. Ah, guckt mal hier. Ja. Und guckt euch den Block an. Ja, natürlich auch der Block ist eine Notwendigkeit, alles voll zu zerlegen. Das ist keine Frage. Also da brauchen wir gar nicht anbremsen. Alles muss raus. Wir müssen den Block tauschen. Und damit kommen wir einmal überall rum. Das ist also denn wirklich, wirklich keine Fragen mehr. Wieder eindeutig. Ja, auf dem Weg dahin müssen wir bloß alle Teile quasi fixen. Vielleicht haben wir das Glück, dass diesmal, genauso wie beim letzten Mal, hatten wir, war mega geil, fand ich total nice. Konnten wir Teile reparieren. Tatsächlich. Ich war so positiv. Also ich war richtig wirklich, wirklich begeistert. Guck mal, hier sind zwei Spulen drinne, aber die machen wir nicht. Die machen nachher alle Spulen neu. Das merke ich mir doch nie. Ja. Also es wird wieder hier eine richtige Schraubenaktion anschließen. Wenn wir hier durch sind, dann gehen wir nochmal und ballern mal ein bisschen Kohle an unserem Verkaufswagen raus.
Wir wollen ja den Verbrenner, der hier nebenan steht, den süßen, hübschen, werden wir in eine schöne Fotogalerie setzen, aber letztendlich wird er verkauft. Da beißt die Maus keinen Faden ab, definitiv nicht. So, da ist eine Schraube. Da ist eine Schraube und dann war noch hier irgendwie... Wo waren denn noch Schrauben? Eigentlich hier unten. Achso, ja, zwei Stück. Ja, genau. Zwei da, zwei da. So, komm. So, die sind hin. So, das sind aber auch die gleichen. Ne, das sind auch die gleichen. Ich x'e alle ab. Ne? Ich weiß ja, wie viele Teile letztendlich hier reingehören. Das ist ja für mich total klar. Daher ist egal, ob da 12 steht oder 4 oder 9. So, ich darf... Achso, ja. Ich sollte den Kummer noch abbauen. So, da, 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 da und da hinten. So. Hier den Krümmer auch gleich weg. Da, 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 da. Auch keine rostigen Schrauben, ist auch entspannt. So, jetzt hier die 6 raus. Also hier sind wir definitiv der Schraubenlord. Keine Frage. Guck mal, die Kolben sind auch hin. Ne, die Kolbenringe der mit Sicherheit auch. Da sie ja diese 5 Seiten Teile zusammenkriegen müssen, gehe ich von davon aus, dass die Lager- und Kurbelwelle alles so in dem Bereich eben drauf. So, hier oben haben wir fertig demontiert. Gehen wir nach unten. Hier neben ja die Kolben nachher, da müssen wir wieder die Kiste ein bisschen hoch und runter fahren. Die Kolben werden ja von oben rausgenommen. Die Kurbelwelle von unten und der Motorblock wieder von oben. Oh, da war tatsächlich Öl drin, auch wenn es nur ein kleiner Klecks war. Aber da haben wir schon mal wieder Geld gespart. Das ist doch was wert. So. Ja. Die ganzen Lager, es ist hier wirklich, es ist wirklich der... Wirklich, wirklich, wirklich voll kaputt. Da ist auch nichts mehr zu machen. Links, rechts, unten. Oben, links, rechts, unten. So, erster Anlasser. Den wir auch das letzte Mal vergessen haben. Getriebe runter. Gut. Ja, es wird demnächst noch eine Neuerung geben, ne, wie ihr seht, ne, mein Hintergrund. Ich bin letztes Mal schon gemacht, aber diesmal habe ich es jetzt extra gemacht, weil ich jetzt extra mal zu euch geguckt habe. Ich kriege nur einen Platz zum Zocken und ich hoffe, dass ich da mit meiner Facecam und so weiter ein bisschen spielen kann. Ne? Ich habe ja einen richtig geilen Greenscreen, großen, der auf dem Boden steht tatsächlich, der hier hinter mir nicht hinpasst. Hier hinter mir ist jetzt tatsächlich nur ein grüner Vorhang. Ich finde das einfach geil, weil man mehr vom Spiel sieht. Und ja, ich habe da voll Bock drauf, richtig teures Teil angeschafft. Aber ich habe auch Spaß dran, wirklich. Ich habe Spaß dran, das hier so zu machen und ja, Hobby eben, ne? Hobby eben. Finde ich total cool. Und da freue ich mich halt drauf, weil momentan ist so ein bisschen so, ihr seht hier unten, mein Gesicht ist manchmal weg, hier oben drüber ist aber auch nicht viel Luft. Ihr seht selber, jetzt sitze ich halt besonders bequem. Deswegen sitze ich so tief, ne, setze ich doch einfach höher, wäre jetzt auch so eine Möglichkeit gewesen. Aber, ist aus Bequemlichkeit, sitze ich mal so und mal so. Ja, deswegen freue ich mich drauf, dann kann ich das ein bisschen weiter machen lassen. Und dann können wir uns besser, könnt ihr mich besser sehen. Und vor allem, ich kann den Filter nochmal besser einstellen, dass der Stuhl hier nicht flimmert. Aber es funktioniert gerade so. Es funktioniert tatsächlich
gerade so hier. Ne, und ja. Mal sehen. Irgendwann kommt eine neue Kamera dabei. Damit das noch ein bisschen geiler wird für euch und für mich. Ich freue mich darüber auch. Ich freue mich darüber mega. Kann man natürlich vielleicht auch für andere Sachen verwenden. Gut. Motor voll. So. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt ist soweit. Was können wir machen? Wir können nichts machen. Aber ey, komm, Johnny. Johnny ist bei uns Stammkunde. Für den machen wir das, was wir machen können, machen wir für ihn einfach mit. Es kostet uns letztendlich nur Peanuts. Und so ganz so dolle braucht man jetzt dem Geld nicht mehr hinterherjagen. Es ist so. So, dann müssen wir gleich noch gucken. Zack, zack. Ah, die Zylinderköpfe kosten ein bisschen mehr, aber ey. Why not? Gut, wir können also nichts reparieren. Wir müssen alles kaufen. Kaufen wir mal alles. Oh, ich komme mal wieder ein bisschen hoch hier. So. So. Habe ich schon mal gesagt, ne? Also das mit dem So, das ist ja... Das ist eine Krankheit, glaube ich. So. Fullkauf heißt... Ey. Neuer Motorblock. Ey. Ich wollte eigentlich noch mehr einkaufen. So, Pleuellagerdeckel. 8. Riemenspanner. Machen wir mal nur ein. Keilriemen. 1. Umlenkrolle Typ A. Kaufen wir mal. Ja, wir kaufen mal 4. B. Umlenkrolle B. Kaufen wir auch 4. Wir werden sie ja nachher für unseren Kollegen, ah, Kompressor, für unser eigenes Auto nachher vielleicht brauchen. Das ist ganz klar so. Ansaugbrücke eine. Das sind richtig teure Teile, ne? So, Zahnriemen waren 2. Nockenwellenrad waren 4. Zylinderkopf. Die waren nicht kaputt. Die habe ich nun mal so erwischt. Was definitiv kaputt sind, sind Kolben und Kolbenringe. Kolben und Kolbenringe. Wo sind die Dinge? Wann, ach so, nach Ausbau hier oder was, oder wie? Wo waren die jetzt? Ich hab's ja schon gesehen, ihr habt's auch gesehen, so. Kolbenringe haben wir hier noch. Ach so, Kolbenringe hier 100%? Quatsch. So. Kolben, Kolbenring. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kolbenringe und alle gut. Also ganz normaler Kolben mit Pleuel. 8 Stück. Kaufen wir. Motorpart. Doch, da, hier. Kolben mit Pleuel. 8 Stück. So, gut. Motorblock eingesetzt. So, jetzt müssen wir wieder runter die Kurbelwelle einsetzen, die wir auch nicht gekauft haben. Möchte ich sagen, weil da habe ich schon wieder vergessen, X zu drücken. Aber hey, können wir noch machen. So, lass uns mal die Kurbelwelle einsetzen. Jawohl. Achso, Kolben wieder von oben. So, wenn wir die Kolben oben eingesetzt haben, können wir von oben nämlich wieder den Full-Ausbau machen. Ne? Brauchen wir den nicht runter. Das können wir denn tatsächlich Full-Ausbau machen. So, neuer Kolben.
Alte Kolbenringe. Neuer Kolben. Alte Kolbenringe. Neuer Kolben. Alte Kolbenringe. Und so weiter. Siehst du wohl. Ich finde das gut. Gut. Ja, die Zylinderköpfe wollte ich sagen. Da habe ich vermutlich nur daneben geklickt. So, hier ist erstmal safe. Alles bei 100%. Wir wollten in die Liste noch gucken. Nicht, dass es uns nachher doch ein bisschen trifft und ich mich wieder ärgere. Aber ey, wir haben hier eigentlich alles gefunden. Safe. Ja, warum auch nicht? Ne? Ist ja nun mal so. Die Reparatur. Guck mal, wir sind von 27 auf 18.000 abgestürzt. Wir haben mit 10.000 Kohlen reingesteckt. Das wird bestimmt richtig geil Cash geben. Wirklich. Richtig geil Cash. Also, ich rechne schon mit ein paar Taler. Ja, und das macht diese fetten, du musst zwar viel Kohlen auch am Start haben. Aber letztendlich, wenn du die Kohle hast, dann kannst du auch viel Geld verdienen. Wie im richtigen Leben. Wenn du das Geld hast, dann läuft es auch. Ja, du kannst auch Geld verdienen. That's life. So. Die haben wir definitiv auch gekauft. Safe. Also dieser V8, ich muss sagen, der lässt sich wirklich entspannt schrauben. Also das ist wirklich pure Entspannung. Der ist wirklich, das ist wirklich ein dankbarer Motor. Ja, das ist so einfach. Weil du hier diese ganzen, sag schon, hier diese ganzen Kipphebel und Stößel und was da nicht so alles ist. Oh, die haben wir vergessen, die haben wir auch nicht gekauft. Wir gucken erstmal, was wir haben, ne? Was wir haben? 92%. Ah, alles klar. 5 Heile, Rest kaputte. Also muss ich noch ein. Ja, ich habe einen, ich muss 7 kaufen. Da gehe ich kein Risiko ein. Da sind wir schon öfter reingefallen, das wisst ihr. Kein Risiko. Also diese 357 muss ich hier reinkloppen. Ich weiß nämlich nicht, obwohl ich zufällig noch weiß. Und zwar war das und das der Heiler. Oder ein Heiler. Ich baue da mal den schlechtesten ein. 82... 87. Hier, das waren definitiv 2 kaputte. Da baue ich mal 100. Und 100 ein. Auf der anderen Seite weiß ich es leider nicht mehr. Aber ich müsste eigentlich, wenn ich jetzt hier die Kollegen rinklopp, müsste ich eigentlich alle Einzelfunken hier bestarren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das habe ich vorhin gesehen. So, der 96er kommt hier definitiv noch rein. Der ist über 100. So, aber bei 92% Ersatzteilqualität, da kann ich eben keine Gefangenen machen. So, jetzt gucken wir kurz. Zündspule einzufügen. 1, 2, 3, 4, 5. Alle erwischt, ja. Ne? Also das hinten, das wusste ich noch. Da habe ich beim Auseinanderschrauben, habe ich das im Speicher. Weil ich es eben an der Stelle auch zufällig erwähnt hatte, ne. Das ist auch nochmal so ein Ding. Ich hatte es genau erwähnt. Achso, nee, den machen wir erstmal nicht. Komm, wir gehen erstmal hier tief rein. Ja, wir haben 92%. Wir wissen nicht, wo die eine hängt. Oder die eine hing. Da gehe ich jetzt also auch kein Risiko ein. Definitiv nicht. Hier gehe ich auch kein Risiko ein. Sorry.
Ich weiß nicht, wo die eine hängt. Ne? Ich hab da keinen Bock, dass mir denn wieder... dass ich alles zerlegen muss. In einem. Hier ist die Ansicht so tricky, ne? So, den Riemen. Der Spanner dazu. Ein Spanner. Ruf die Polizei. Gut. Ah, Lichtmaschine. Safe vergessen. Ist kein Problem. Lichtmaschine. So. Sie hieß sonst immer Generator in der 18er Version. Bin ich noch so ein bisschen mit drinne. Generator. The Generator. So, die haben wir ja auch auf 100% instand gesetzt. Also Johnny ist wirklich Stammkunde. Da kann man das echt mal machen. So. Houston. Haben wir was vergessen? Der Anlasser, der ist noch nicht drin. Ja, ich weiß. Unten haben wir noch nichts gemacht. Aber hier oben haben wir Full-Ausbau fertig. Jetzt können wir unten Full-Ausbau machen. Ölruf. Und dann sind wir eigentlich... eigentlich denke ich mal... in so 8 Minuten spätestens durch. Und dann haben wir noch richtig Zeit... an unserem neuen Projekt, an unserem Verkaufsprojekt, noch was zu machen. Ja, geil. Da sind wir heute richtig top mit dabei. Freut mich. Tja. Da will ich ganz fertig sein. Falls ihr Bock habt, könnt ihr mir mal sagen, ey, yo, welche Farbe wollt ihr eigentlich? Welche Farbe soll der kleine Flitzer denn kriegen? Und wenn ihr nicht Bock habt, dann entscheide ich das eben alleine. Ja. Ah, wir haben den Ölfilter nicht gekauft, ne? So, Ölfilter, wo sind sie? Da nicht, da nicht. Ja. V8 brauchen wir. So. Ne? Der letzte ist ja nur grün geworden, unser Eichner. Ich schalte bis dahin auch nochmal die Farben und Lacke frei. Die 7500, die müssen irgendwann nochmal abfallen. Damit wir wirklich volle Auswahl haben. Hier geht uns ja auch nochmal eine Lackerei. Es gab nämlich bei der 18 Version Rallye-Streifen und so ein Krempel und sowas will ich noch haben, ne? Ein richtig geiler Spoiler wäre auch noch geil. Wir haben ja gar nicht in diesem Zusatz-Karosserie-Shop gekauft. Vielleicht gibt es ja da einen. Machen wir denn auch noch. Ja, auf jeden Fall. Welche Farbe soll er kriegen? Können wir gemeinsam entscheiden. Solche kleinen Sachen machen wir denn eben schon. Das ist so ziemlich das Einzige, wo ich euch auch fragen kann. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Pimpen werden wir wohl nicht so. Pimpen werden wir eher unseren eigenen oder das E-Auto. So, Fullausbau würde ich sagen. Öl ist noch nicht drauf. Ja, das ist mir schon klar. Bremskühl. Und Servo. Bremskühl, Servo. Also alles. Alle Flüssigkeiten. Alle Flüssigkeiten raus. Weil Öl stand jetzt nicht dabei. Öl stand ja vorne noch. Wir haben ja nur 4 Flüssigkeiten. Also, und Wischwasserstand nachfüllen. So, Brems. Raus. So, Servo. Aus. Gut. So, denn hier auffüllen. Also komm, V8 Motor in der Zeit. Eigentlich so ein kleiner bisschen Rekord. Ihr seid bestimmt genauso schnell, wenn nicht sogar noch viel schneller, aber... hey. Spaß haben ist immer angesagt, ne? Das ist das Wichtigste.
Ja. Das ist doch das Allerwichtigste hier im Game. Spaß haben. Und Spaß hat man hier wirklich. Spaß und Entspannung. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Mir zumindest. So, nee, Eul noch, ne? Eul, ja. So, und dann haben wir die 4 Flüssigkeiten mit der Wischerflüssigkeit sogar 5. Alles auf jeden Fall rappevoll. Aber gut, Wischerflüssigkeit ist ja prinzipiell keine Betriebsflüssigkeit in dem Sinne. Also welche Farbe soll er kriegen? Das wird die goldene Frage. Ne? Das dürfte gerne mir so ein bisschen die Entscheidung abnehmen, was ihr so haben wollt. Und wenn nicht, dann lackiere ich den wieder für euch. Ne? Das ist denn eben einfach so. Wir gucken mal hier. Wir haben gemacht, Scheinwerfer kalibrieren. Also ab zum Diagnosepfad. Gucken wir nach der Spur. Safe. Gucken wir nach Scheinwerfer. Nicht eingestellt. So. Gut. Jo. Das war's. Alles drin, alles dran, alles drum. Habe ich den anders eingeschraubt? Ich weiß es nicht mehr, wirklich nicht. Habe ich den da reingeschraubt? Ja, der steckt. Irgendwie gebrandmarkt. Mal sehen, was jetzt fehlt. Nix. So, Leute, von 27.000. Alter. Wir haben jetzt hier 15.000 plus gemacht. An diesem einen Auftrag. 15.000. Wir sind zwar 10.000 fast gefallen, aber wir haben 15.000 plus gemacht. Jetzt ein Auftrag mit einem Auftragsvolumen von 25 Schleifen. Krass. Da sind wir hier. Ne? Hatte ich gesagt. Machen wir gleich. So. Ich hätte jetzt damit keine Probleme, 14.000 Tagen in die Karre da rein zu pumpen. Also bis auf 20.000. Ich habe gerade eine Errungenschaft. Like a Boss. Achso, weil wir hier das letzte Teil gekauft haben. Geil wie Sau. Gut. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen erstmal Motor-Fullausbau obenrum. In unserem kleinen süßen Vierzylinder, den wir hier haben. Das ist auch nicht so teuer. So, das heißt wiederum, wir brauchen erstmal wieder Kolben. Da waren sie. 4 Stück. Kolbenringe müssten wir ja eigentlich noch haben, ne? So, Kolben, Kolbenringe. Kolben, Kolbenringe. Kolben, Kolbenringe. Und Kolben, Kolbenringe. Gut, haben wir den? Nee. So. Jetzt erstmal die Einkaufsliste. Einkaufsliste angucken. XX. So, und jetzt packen wir das hier mit X dazu. Wir packen hier eigentlich alles mit X dazu, ne? XX. 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 X. X. Jetzt gucken wir wirklich, ob wir nicht noch irgendwas haben. Ja, eine kaputte Lichtmaschine, ganz toll. Oh, Wüste. Haben wir was ihr habt. Ist doch geil. So, das Innenleben haben wir bestimmt, ne? Release Typ B. X. C haben wir noch. Ausreichend, hoffe ich. Sieht aber gut aus. So, Release B haben wir ja nicht. Davon haben wir nur noch eine. 70er Sicherung auf jeden Fall. 50er. 50er. Hier ein 100er. Gut. Ja, das war doch mal nice, ne? So. Wie sieht's mit dir aus? Haben wir auch noch einen da? Bremskraftverstärker haben wir nicht. So, haben wir sowas? Sowas? So weit. Ich bin da ein bisschen penetrant. Aber ich muss das erst wirklich wissen. Den hatten wir, glaube ich, schon, ne? Und den anderen, also die Lichtmaschine hatten wir auch. Die ist von unten. Ja, gut. Gehen wir erstmal.
Gehen wir erstmal einkaufen, würde ich sagen. So, Zylinderkopf R4A. Hey. Da könnten wir jetzt noch. Aber gut, man könnte die. So, Sicherungskasten, so, Luftfiltergehäuse. Kühlmittelbehälter. Wischwasserbehälter. Servoölbehälter. Achso, Starterbatterie. Merch. Starterbatterie, ABS-Hydroallrad, Bremskraftverstärker. Hydro war ja da. So, jetzt. Ja, ist auch Quatsch, ja. Servopumpe. Release. Ja, ist ja alles Elektronikkram. Gut, dann können wir eigentlich hier rausgehen. Elektronikparts rein. Den. So, weil hier sind die ja nicht so viel. So, davon brauchen wir mal echt viele. Davon haben wir auch keine mehr. Release-Typ B haben wir keine mehr. Und Release-Typ C haben wir auch ein paar verpulvert. So, Sicherungskasten Typ A, Deckel Typ A, Battery. So, heißt hier irgendwas R4B? Ist hier nicht. Nee, wir haben bestimmt Einzelfunkenkram. Ich hätte jetzt noch den ECU gerne mitgenommen, der hier irgendwo ECU Typ A. Gut. So, jetzt schauen wir mal, ob wir alles haben. So, Rin. So, Stator Battery. Den. So, 6 Schräubchen. Sauber. So, den. Den. So, jetzt machen wir hier einen Deckel zu. Den. Deckel drauf. Geil. Hab ich schon X gedrückt? Wenn nicht, machen wir das jetzt. Aber vergessen, die Lichtmaschine zu kaufen, ja? Da ist er. So. Festschrauben wäre auch noch eine mögliche Variante, die sich zu verändern. So, den. War noch eine Schraube. Den noch drinne. Kraftstofffilter. So, X. So, wie sieht's aus mit Zündkerzen? Komm. Da wir die Karafferei verkaufen, reicht mir das. Aber trotzdem X. So, was können wir noch von hier oben anklicken? Woran können wir noch denken? Nee, erstmal nichts. Wir kaufen das erstmal ein. So, Starterbatterie haben wir. Luftfilter R4B. Kraftstofffilter. Kraftstoffverteiler 2 gleich. Einer hätte gereicht. Ja, jetzt haben wir einen über. Nockenwelle. Jetzt habe ich echt nicht geguckt, ob wir nicht davon was haben. Ich sollte das machen. Ich sollte das wirklich machen. Guck mal. Hier hätten wir zum Beispiel eine gehabt. Da hätten wir eine von gehabt. So. Der Kraftstoffverteiler haben wir tatsächlich einen zu viel jetzt. Aber das ist so. Haben wir den Deckel nicht zufällig? Nein. Achso, das ist von unten. Vom Getriebe nachher. So, das müssen wir x'en. Nockenwelle. Zündkerze, Nockenwellenrad. So, da kommen wir hin. Nockenwellenrad. 2 Ansaugrümmer,
ein Ventildeckel, Luftfilterdeckel, R4B. Finden wir da was? R4B. Teilriemen R4B. Ich hätte jetzt so ein bisschen so ein... Machen wir aber nicht. Sag schon hier für das Nockenwellen, für die beiden Nockenwellenräder. Den Riemen erwartet, aber ich sehe ihn irgendwie nicht. So, wie sieht's hier aus? Das sieht eigentlich auch gut aus. Komm, die packen wir rauf, dann sind sie weg. Haben wir zwar keinen Restaurationsbonus 100%, weil wir dann irgendwie nur in den 90er schwören. Aber ich finde, für einen Schrottplatzwagen wird das denn ausreichend sein. Keine Frage. So. Ne? Wir müssen ja immer gucken, ne? Wir haben den ja eigentlich vom Schrottplatz, so, diesen Riemen. Den habe ich da nicht gesehen, habt ihr bestimmt auch nicht gesehen. So. Und ich habe bestimmt auch keinen. Siehste? Aber ihn hier habe ich. Oh, geschraubt. Nicht mit Klammern. Entspannt. So, das kaufen wir wieder kurz ein. Ventildecke, Luftfilterdecke, so Zahnriemen R4A, aha. Und Drosselklappe R4A, okay, gut. So, drauf. So, X. Drosselklappe dran. Gar nicht. So, Steuergehäuse. Quatsch, Quatsch. Muss ich. Achso, da ist eine Schraube und da war doch auch noch irgendwo eine. Da. Ein bisschen versteckt, ne? Ja. So. Riemenscheibe, davon könnten wir noch welche haben. Wasserpumpe. Ja. Diesmal hat die Probiererei echt. Echt geholfen, ne? So. Patsch. Ich möchte wieder hin. Gut. Haben wir. Jawollo. Haben wir auch. Jawollo. Geil. Ist doch geil. Haben wir nicht. Aber hey. So, war das der Fullausbau oben? Seht ihr noch was? Das war doch der Fullausbau oben, oder? Das ist safe. So, wir gucken auf den Kontostand. 6000 verpulvert. Naja. Können wir mal auf den Wert gucken. Das Ding ja richtig billig eingekauft. So, 6000 haben wir verpulvert. Wir haben das Ding gekauft. 6600. Wir haben da 500 noch mal reingesteckt für das Schweißen. Und ja, insgesamt haben wir so jetzt 11, vielleicht 12.000 reingesteckt und wir hätten jetzt schon 3.000 plus. Ah ne, hier Verkaufspreis. Verkaufspreis, ja, wir hätten 6.000 plus jetzt in diesem Zustand. Es ist einfach nur phänomenal gut, ne? Es ist einfach nur phänomenal gut. Ja, und so macht das Ding denn auch Spaß. So sieht's eigentlich aus. So, Pleuelagerdeckel habe ich nicht. Habe ich nicht. Gut. Wird also alles gekauft. So, davon glaube ich 3. Und davon auf jeden Fall 4. So. Das ist auf jeden Fall ein schöner Reihenzylinder. So. Also das Ding macht schon Spaß. Ey, Fullausbau.
Das ist doch geil. Das ist doch geil. Schön Schrottplatzauto. Und wenn wir denn genug Geld haben, dann gehen wir definitiv in eine Scheune. Definitiv. Und dann gucken wir mal, was wir wirklich so repariert kriegen. Ne? Also ein Scheunenauto hätte ich ja Bock. Da schön die Teile mit dem kleinen Minigame da. Richtig schön nice. Habe ich so ein Ding? Nein. Habe ich so ein Ding? Nein. Habe ich ein Lenkgetriebe? Ja. Geil, ne? Ja. Stabi habe ich nicht. McPherson habe ich auch nicht. Ja, hier gehen wir mal auf X. Ah, so, wir kaufen das erstmal. Vorderachsträger. Stabilisator. Bremsbeläge, 4 Stück. So. Zuck. So, X. Aber das Flammenrohr haben wir. Ja, wir sind schon voll auf Fahrwerk, ne? Geil. Und wenn er nur 93% hat, hey. Haben wir ein Schwungrad? Ja, haben wir, aber nicht im guten Zustand. Seht ihr das? Ach, hier, in unserer Lackerei hier. Hm. So, X, X. Haben wir einen. Ja, sauber. Finde ich gut. Richtig geil. So. Bremsbeläge. Haben wir jetzt auch. Geil wie Sau. Lebt. Lebt. Wir haben da kein Getriebe dran, ne? Mhm. So, Bremsbeläge. Katalysator. Schwungrad. Schuhstange 2. Achsschenkel nur 1. So. Und ein Spurstangkopf haben wir nicht. So, dann müssen wir uns gleich mal ans Getriebe machen. Wir haben ja noch 6000 über. Ey, wenn die Kohle reicht, um die ganze Kiste zu machen. Ja, das wäre natürlich... Wäre natürlich auch schon... Das Geld reicht bestimmt, ich sag mal so, wenn wir niedriger 20.000 gehen, dann reicht das Geld bestimmt. Jawohl, haben wir noch. Radnabe. So. Achso, X. Und was wir definitiv auch noch brauchen, ist... Lass uns mal schon mal die Feder machen. Den und... Wo ist er? McPherson brauchen wir, 2 Stück. Und die lange Koppelstange Typ A. Für den Stabi. So... Hier dran. Radlager hatten wir mehr als genug. Bremsen hatten wir auch. Geil. Läuft. Es läuft. Tack. Was? Keine passende Ersatzteile gefunden. Gummilager groß. Gut. Das Gummilager müsste eigentlich auch hier drunter laufen. Ja, genau. So, kaufen wir wieder 10 Stück. Quatsch. Schön, dass wir auch mal so die Restbestände so ein bisschen loskriegen hier, ne? So, Bremssattel lief hier eigentlich, läuft logischerweise unter Bremsen. Machen wir erstmal nur ein, weil... Ja genau, davon haben wir noch 2.
Und da kaufe ich jetzt nämlich noch ein. Jetzt haben wir nämlich die Anzahl, die... Achso, die muss ich ja erst pressen. Pressing. So, jetzt machen wir hier... Haben wir, glaube ich, nicht... Doch, haben wir gekauft. Die Kupplungsrückleiter haben wir gekauft. So. Mal zusehen, dass wir das Getriebe rankriegen. Zack, zack. Achso. Ausrücklager. So. Ich glaube, das Getriebe hatten wir zerk... Nee, das hatten wir nicht zerkloppt. Hat noch irgendwas super Wertvolles zerkloppt. Erinnert ihr euch? Da hab ich mich doch mega geärgert. Ne? Oh, die haben wir da. Geil. Und einen davon haben wir auch da. Geil. So, wir müssen die McPherson pressen. Dafür haben wir ja alles da. Ausrücklager, noch eine Antriebswelle dabei. So, die Spulstangköpfe haben wir auch. So, Katalysator haben wir auch. So, dann lass uns mal schnell noch die Kollegen pressen. Pressen, nicht entpressen. Das geht hier ratzi fatzi, Kollegen. Coole Nummer. So, und Ranne. Und hier Koppelstange Typ A haben wir ja schon gekauft. Auch Ranne. Unser Anlasser, der kommt von oben. Ja. So, erstmal Dämpfer rein, Koppelstange ran. Zack, zack. Gut. Reifen haben wir noch keine gemacht. So, wir bleiben erstmal unten im Fullausbau. Kurz am Fahrwerk, im Tunnel bleiben. Habe ich eine Stabi-Stange? Nein. So, ich habe definitiv die. Habe ich die Lager? Nein, auch nicht. X, hiervon haben wir genau noch ein. Ich hätte doch noch mal welche kaufen. So, was haben wir davon? Davon haben wir keinen. Was haben wir davon? Auch keinen. Was haben wir davon? Ein. Ja, cool. Haben wir davon. Gut. So, kaufen wir erstmal wieder ein bisschen was ein. Antriebswelle haben wir. Mittelschalldämpfer ein. Stabi ein. Kraftstofftank ein. Rappennamendeckel 2. Querlinke H oben 2. Stoßdämpfer 2. Querlenker nur ein, weil den einen haben wir ja, und den Endschalldämpfer ein. So. Hey. So. Klack, klack, klack. So. Den ein. Und den ein. Und den ein. Und den ein. Und, ey, den haben wir vergessen. Und da haben wir auch nicht rein. Gut. Linkslenker ein, Linkslenker ein. Koppelstange 2. Gut. Das wird hier alles im Eilvorgang gemacht. Sollte ich euch mal zu schnell sein oder ihr habt eine Frage, sagt ihr mir auch Bescheid, ja? Das ist ganz einfach so. Ne, wenn ich es weiß, dann mache ich es auch was anders. Das ist ganz einfach so. So. Wir haben doch was gekauft, aber wir haben nur den Mittelschalldämpfer gekauft. Ne? So, da müssen wir nämlich auch ran. Haben wir den da? Sogar zwei, geil. So, also wir haben hier ihn gekauft. Haben wir eine Kraftstoffpumpe da?
Ja, in kaputt. Radlagerdeckel haben wir da. Ihn haben wir einen da, aber können wir mal gleich anixen. Hier haben wir keinen da. Wir gehen mal auf Federung. Davon zwei. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist mir denn doch zu heiß. Wo ist denn der Knupsi? Den haben wir doch schon mal gesucht. Den haben wir doch. Da ist er doch. Jo. Haben wir auch keinen da. Gut. Dann ist es ja gut. Dann können wir davon entspannt zwei kaufen. So, Deckel drauf. Das haben wir eigentlich nicht gekauft. So, Längslenker. Koppelstange. Querlenker. Abgasrohr. Typ A. Haben wir. So, und Anschlagpuffer haben wir. Gut. Ran. So, Puffer rein. Und auch Puffer rein. So, den haben wir mit Sicherheit nicht, den Achsschenkel. Denn würde er sitzen. Gut, den haben wir. Den haben wir. So, den haben wir. So, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir auch. Ne, den haben wir. Und den haben wir auch. Und den haben wir. Und den haben wir auch. Und den haben wir auch. Gut. Ja. Ruhe. So, die Bremsscheibe haben wir mit Sicherheit. Den haben wir auch. Haben wir den? Den haben wir nicht, ne? Ja, da hatte ich ja nur einen gekauft. Dummerweise. Aber ist nicht so schlimm. Diese 3,2 Sekunden. Das Radlager haben wir auch. So, jetzt sind die Radlager mal leer. Das finde ich sehr gut. Jetzt kann der hier der Reifen schon drauf. So, das war Full-Ausbau-Fahrwerk von unten. Mit alles. Jetzt fehlen nur noch Reifen. So. So, oben war noch der und der. Gucken, ob wir was davon haben. Haben wir nicht. Und dann fehlt hier noch dieses olle Hitzeschutzding, ne? Richtig? Richtig. Ich wusste es. Gut. Ich würde sagen, ich schreite noch rein. Dann gucken wir mal gleich, wie viel die Karre wert ist. Ja,
habe jetzt tatsächlich, jetzt habe ich das so in Trunks gemacht. Ich habe keinen blassen Dunst. Wie viel Motoröl aufgefüllt haben. Haben wir. Gut. Da wir einen Full-Ausbau gemacht haben, müsste ja theoretisch eigentlich anspringen, oder? ...31.000. So, warte mal, wir sind jetzt abgestürzt. Wir haben jetzt... ...mit den 500... ...wir kamen von 34.000, sind jetzt auf 23 runter, haben also 11.000 reingebuddert. In die Karre sind wir jetzt circa, also, ja, 11.000, also wir sagen mal 12.000, waren ja 11.000 und ein bisschen, 34.000 und ein bisschen und 500 für die Karosse, also 12.000 reingebuddert. 12 Schleifen reingebuddert für den Kaufpreis. Von 3.600, also auch nochmal 4 macht also roundabout milchmittel in Rechnung 16, ja, haben wir an dieser Karre Verkaufswert 15.000 verdient, wenn man jetzt so verkaufen. Das ist doch geil. Das ist doch geil. So, wir haben von oben wie unten Fullausbau. Das ist schön. Sehr gut. Leute. Also, wir machen das nächste Mal weiter mit den Reifen. Mit der, also Kampagnenauftrag natürlich. Reifen. Wenn wir es schaffen, die Karosse. Und ja, dann sind wir schon so weit, dass wir auch lacken können. Ne? Würde mich freuen, wenn ihr sagt, hey yo, mach mal so und so und so und so. Gibt's ein hübsches Foto. Und wird dann auch das Thumbnail für euch. Ne? Und dann geht er seinen Gang. Ansonsten, es hat mir heute richtig Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart in dem Fall. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Seid wieder dabei, wenn es heißt, Sebo überschraubt. Ciao!